Und dann endlich geht es los in unserem ersten Map, in unserer ersten Map dieses Best of Three, Sprout gegen Vitality auf Mirage. Der Kampf um die Seitenwahl. Und es scheint so, als ob wir hier vor Play haben, da eben Mirage der Map-Pick von Sprout ist, geht die Seitenwahl also logischerweise an Vitality. Somit hat dann Sprout für die nächste Map selbst die Qual der Wahl auf die Seitenwahl. Man bleibt auf der T-Side. Vitality will erstmal auf der T-Side so ein bisschen zeigen, was sie drauf haben. Vielleicht ein paar neue erarbeitete Taktiken zeigen, um das Sprout so ein bisschen zu verunsichern. Und die könnten eben jetzt auf ihrer vielleicht starken City-Side direkt mal sich einen Vorsprung erarbeiten. Die natürlich dann in der zweiten Hälfte zum Erfolg bringen müssen. Viermal Kevlar, Kit, Doppelflash bei Percy. Vitality mit fünfmal Kevlar. Also sprich auch fünf Glocks. Netto Suffix, Mitte offensiv mit der USP, bekommt eine erste Info. Nur der Rampe sind sie schon raus. Da stehen Apex und Happy. Versuchen das mal Richtung Stairs. Doppelbox. Ein bisschen gedoppelt. Apex bekommt ins Gesicht. Diese kleinen zwei Mann auf A scheinen nicht erfolgreich zu sein. Saibo im Connector. Die ebenfalls 2, 3. Dann ist zum Glück Percy da. Und trotzdem die Bombe ab in Richtung B-Spots. Percy schon am Schieben. Steht bereit im Window auf die Long Distance mit der USP. Genauso wie Speedy auf Short. Und ist es eben mit 2 HP Instant One. Schon gibt eine erste und eine zweite Flash. Speedy ist blind. Schafft es gerade mal noch so raus. Wird entsprechend gedoppelt, getrippelt. Und Percy, Faven müssen abliefern. Bug, Apps, On Spot. 2 gegen 3 Unterzahl. Und die Shots gehen bei Faven einfach nicht rein. Bei Percy genauso wenig. Und wir haben ein 1-0. Die erfolgreiche Pistol Round auf dem Konto von Vitality selbst. Natürlich mit dem neuen Money Management geht's erstmal in die Pistol Eco bei Sprouts. Damit es nächste Runde natürlich entsprechend M4s Kevlar vielleicht auch ein Kit gibt. Wir sehen in einem 4-Mann-A-Stack. Und nur Percy steht defensiv im Window. Vitality ist Mitte oben bekannt. Apex, oh, sieht den Boost hinten auf der Box und drückt mal die 2 saubere Headshots rein. Und der A-Stack, eine gute Idee gewesen, aber den scheint Sprouts nicht ausspielen zu können. Wir kommen in die erste Ballround von Sprout. Saivo schnappt sich direkt die erste AWP. Die bekommt er gedroppt von Apex. Das, wobei Sprout erstmal nur M4s, Kevlar, ganz wenig Granaten und der Farmers hat. Speedy mit Kids. Oh, Netto Suffix auf Short mit dem ersten guten Schaden gegen Apex. Baut sich aber doch schon sehr mitteorientiert auf mit 4 Mann. Bombe erstmal defensiv finden und Sprout lässt die Mitte etwas offener. Natürlich könnte ein Problem sein, wenn es dann eben auf den A-Split geht oder eben auch auf den Boost ins Window, wie vielleicht jetzt hier bei Happy. Netto Suffix. Oh, rechnet er damit? Ja, aber er gewinnt das Duell nicht. Jetzt haben sie ein Loch in der eigentlich so starken A-Defense. Oh, und entschließen sich daraus instant das Ganze in Richtung B aufzubauen mit 60 Sekunden. Faven im ersten Trade. Percy orientiert in Richtung Mitte und Speedy. Ah, da liegt oben noch die Smog. Sieht jetzt den Kopf von NBK. Macht ein bisschen Schaden. Sind immerhin 2 schnelle Trades, die Sprout setzen kann. Das Kit ist down auf dem Spot. Damit könnten sie also arbeiten. Percy bekommt die ersten Granaten um die Ohren geworfen. Bombplant geht durch. Van steht, On Spot steht und soeben zu zweit in Apps. Währenddessen Apex jetzt über die Mitte backstabben möchte und Percy sneakt sich da erfolgreich vorne dran. Oh, und er sieht 2, aber schafft es nicht, Percy. Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter.
Er wollte auf die Infos gehen. Er wollte zwei auf einmal rausnehmen. Was eine gute Idee war. Aber eben nicht, wenn hinten NBK mit seinen 22 HP das Ganze noch holt, das Duell gewinnt. Weil sich Percy dann so einen ganz, ganz kleinen Ticken zu viel Zeit lässt. Und somit heißt es 3-0 Vitality. Guter Start in dem Map-Pick von Sprout. Und Sprout braucht dann eben demnächst ihren ersten Erfolg auf der City, denn ansonsten könnte es viele, viele Runden für die Franzosen geben. Wir sehen wieder einen relativ A-lastigen Aufbau. Faven oben mit Dennis. Jawohl, der erste Shot sitzt. Auch wenn es nur ein kleiner Vorteil ist. Faven auf 18 HP, Percy der Deagle, genauso Dennis sind erstmal defensiv, versuchen da ein bisschen Richtung Rampe Palace zu holen. Faven wird getradet und das ist eben die ersten Trades, die man dabei wieder setzen kann. Percy geboostet. Kann leider über die Smoke nicht wirklich drüber gucken. Speedy im CT-Spawn, Netto Suffix, Percy Richtung Stairs Connector. Es ist ein 3 gegen 3. Und gerade wenn Speedy noch viel Schaden macht, aber der Molotov von RPK war halt schon saumäßig gut. Zweite Barround, Sprout. So, und diesmal gibt's die AWP. Metal Suffix. Hält damit die Mitte aus dem Window raus. Ah, spawn-technisch gar nicht mal schlecht. Erste Crossmog in den Connector rein. Und Mitte will man erstmal nicht offensiv peaken. Faven holt ein paar kleine Ausschlussinfos unter Rampe, weiß, dass er erstmal nichts close reinpeakt. Vitality Mitte B-lastig aufgebaut. Nur Happy so ein bisschen als Lurker oben im Palace drin. Vielleicht hat er ja Glück. Netto Suffix. AWP gegen AWP. Saivo erstmal mit einer Flash in der Hand. So, hat sie den Arm gesehen. Netto Suffix weiß Bescheid, aber Saivo ist schneller. Und dann steht er noch Dennis offensiv. Underpass kommt. Dennis mit dem ersten Trade. Weiß, unten kommen sie raus. Aber hat dann eben keinen Erfolg mehr. Faven hört die Steps in der Mitte. Und dann, dass er hier an der Rampe offensiv steht, wäre vielleicht eine Chance, eine Möglichkeit. Den A-Plant zu vereiteln. Und bislang hat sich das hin und hin nicht entschieden. 40 Sekunden auf der, das heißt noch genug Zeit, um entsprechend auch nochmal Richtung B zu agieren. Und da steht Speedy, der jetzt keine Granaten mehr hat. Keine Smoke, keine Flash, NBK. Oh, Speedy gewinnt das Duell. Es ist ein 3 gegen 3. Ist machbar für Sprouse. Und dann, wenn er jetzt noch einen zweiten bekommen könnte, vielleicht RPK rausnehmen kann, die Bombe droppt. Percy mit dem Fokus Richtung CT-Spawn. Speedy hört die Granaten. Percy ist da. Und dann kommt hinten auch schon Apex raus. Und das ist unglückliches Timing. Tja, und obwohl Kit in der Hand bei Faven, scheint das die Runde nicht zu gewinnen können. 5-0 Vitality. Sprouts kommt nicht so wirklich in den eigenen Map-Pick rein. Und das ist auf die lange Sicht gesehen ein ganz, ganz großes Problem. Versucht neue Pistols, Kevlar, einer Smoke, natürlich dem Taser bei Speedy. Saivo in der Mitte, NBK und die Flash unglücklich abgeprallt, trotzdem Underpass erstmal nicht offensiv gedeckt. Metal Suffix im Window, Haven offensiv im Palace, nur da steht hinten Happy am T-Spawn. Tja. Und ich der Warte drauf, dass Sprout irgendwo offensiv durchpushen möchte, offensiv Infos bekommen will. Und bislang schaffen sie es erstmal, nicht gesehen zu werden, keinen frühen Schaden einzustecken. Und dafür verrät man sich schon in der Mitte vom Connector. NBK bekommt den ersten Deagle-Headshot.
Erste Überzahl. Und Percy auf Short gegen zwei. Saivo ist da. Speedy wartet auf die Flash. Die kommt nicht. Granate haut gut rein. Aber der Taser auf die Close Distance hätte aufgehen können. Matter Savage. Sechs Schuss. Holt sich den ersten. Kann nachladen. Wird das eben gepusht. Und alles liegt an Faven. Tigel, Kevlar, Full Life. Bombe wird jetzt erst gelesen. Das heißt, bekommt er vielleicht den ersten und zweiten schnellen Deagle-Klick, kann er das Ganze ausspielen. Oben steht Saivo, der jetzt natürlich Apps von hinten hält. Faven hört den Scope der AWP. Und die könnte er eventuell disablen. Wenn Saivo hier alleine erstmal seine Waffe sichert, Happy und RPK ein bisschen zu spät kommen. Aber sie wissen, dass der Faven Closing kann. Bekommt den ersten, den zweiten. Faven schnappt sich die AWP und RPK wird vermutlich draufgehen. Na, Bombe geht gleich hoch. Faven, steht immer noch offensiv. Und RPK hat ein gutes Timing. Oh, wie unglücklich. Da schafft er noch zwei. Aber es war guter Schaden. Für eine teilweise Pistol Kevlar Ikarot. Vier Mann rausgenommen. Und dementsprechend muss jetzt aller spätestens die erste gewonnene Runde her. Wieder Natter Safix in der Mitte. Dennis Percy als Backup auf Short und im Connector. No Speedy. Mit einer guten Prediction oben in Richtung Apps. Die Granate, die fliegt auch rein und die ist gut. Jawohl. Speedy und das ohne großes Risiko. Sie haben erneut die Überzahl. Forcen jetzt durch den ersten Vorteil von Speedy in Apps. Rotieren rüber Richtung A-Spot, über Rampe, Palace. Da steht Faven offensiv an der Rampe, muss aufpassen, denn Saivo kommt da mit der AWP. Trifft den Shot, aber nur durch die Wand. Und direkt gibt's die defensiven Granaten. Nettos Hefix muss aushelfen jetzt. Die ersten Smokes kommen auch hier rein vom Fidelity selbst. Schaut Richtung Palace. Faven, Dennis Richtung Rampe mit einer ersten Flash, falls es Mitte rausgehen sollte. Nettos Hefix, so mit einem schlechten Timing. Nächsten Granaten kommen rein, Smokes, Flashes, alles hagelt und dann steht da auch schon Apex close in der Smoke. Na, versucht's erstmal offensiv in Richtung City Spawn. Und wir haben ein 4 gegen 4 Retake. Drei Kits bei Sprout, immer noch ein Molotov, eine Smoke, Flashes. Eigentlich gute Möglichkeiten, gute Voraussetzungen. Speedy muss aufpassen. Close steht Apex an der Ecke, aber die ersten zwei Shots sitzen. Saivo, Happy, Rampe, Pedis. Der erste Molotov in Richtung Bombe. Happy ist erfolgreich, hält den Cross. Dann ist Netos FX da und Saivo mit Low AP. Aber nein, Speedy macht den ersten und den letzten. Der Defuse geht durch und endlich ist es der erste Erfolg für Sprouts auf der Mirage City Side. Jetzt heißt es anknüpfen. Dranbleiben. Die gehen auf die Doppel-Op. Doppel-Aug und eine M4 für Percy. Tality mit einem eher A-lastigen Setup. Happy hält die Mitte, dass da keiner offensiv pusht. Währenddessen der Rest, die erstmal die ersten Granaten Richtung A-Side wirft. Sama kommt relativ schnell rein Richtung Spot. Faven im CT-Spawn mit einem vielleicht zu schnellen Pre-Fire-Shot. Aber dafür ist Netto, die AWP Safix. Erfolgreich, doppelt erfolgreich. Man weiß nur, Happy in der Mitte oben, RPK, Saivo raus Richtung Spot. Dennis stand close und Happy muss ins 1 gegen 3. Bombe down und Netto Safix. Diesmal glänzte mit der AWP. Erfolgreiche Anschlussrunde für Sprout, wichtige zweite Runde.
Und auch die Economy bei Vitality scheint so langsam zu bröckeln. Maximal noch 1-3 bei NBK. Dennis mit der ersten Offensiv-Nate. Macht nicht wirklich viel Schaden. Und Speedy muss aufpassen in BMs. Smoke, Molotov. Und jetzt mit der AUG einfach rein. Flashes hageln. Er braucht Hackup. Er braucht jetzt Hilfe gerade von Percy auf dem B-Spot. Und der braucht noch ein bisschen. Der kommt jetzt erst von Short. Die Smokes liegen gut. Speedy zum ersten. Bombe droppt hinten Richtung Backside. Speedy zum zweiten. Jawohl. Apex und Happy on Spot und in Apps. Und dann ist eben die Rotation schon da. Und Apex versucht es zwar vergeblich, aber Sprout schließt mit einer flawless Runde ab. Kein einziger Verlust. Und so langsam geht's weiter in Richtung 6:6 Ausgleich bei Sprout. Wir sehen zum ersten Mal eine Pistol Eco. Oder auch liebevoll Deko genannt, weil es die Deagle Eco ist. 5 Deagles gegen die Rifles bei Sprout. Saivo bekommt ein paar erste Trade Shots hin, ein paar Trade Damage. Aber auf die Long Distance. Ganz klar ABP AUG. Beide blind. Saivo, RPK. Sie müssen aufpassen, Sprout. Das ist nur ein 3 gegen 2 mit bereits Netter Saffix runter auf 40. Faven hält den Connector. Da kommt Saivo jetzt. Aber Faven lässt nichts mehr anbrennen. RPK im 1 gegen 3. Schnappt sich Netter Saffix. Aber Faven ist wieder da. Jetzt die Baron. Bei Vitality, wenn sie die verlieren, ist der Ausgleich eigentlich schon vorprogrammiert. Dann nächste Runde haben sie wieder kein Geld nach dem erneuten Vollinvestment. Mittellastig aufgebaut, da flogen jetzt ein paar Offensivgranaten rein. NBK muss aufpassen, denn da pusht Dennis offensiv vor B durch. Aber NBK hat das im Blick. NPK will den zweiten haben. Speedy mit ein bisschen offensiver Naps. Mit zwei ersten hohen Flashes. Netter Saffix schaut gegen Saivo. Währenddessen Percy auf kurz den ersten Schaden einsteckt. So, Netter Saffix könnte gleich gedoppelt werden. Zieht sich also erstmal ein bisschen auf eine Off-Angle zurück. Geht also kein Risiko mehr ein. Speedy derweil offensiv vor B. Und da steht immer noch NPK. Und der hat ein gutes Timing. Speedy schaut einfach nicht nach unten. Und jetzt muss Sprout aufpassen. Doppelte Unterzahl, 3 gegen 5. Zwar mit 2 AWPs bei Faven und Netter Saffix. Nur wohin verschlägt das Vitality diese Runde? Er scheint Richtung A-Spot zu gehen. Oh, und Sprout predicted das. Oh, das ist richtig stark. Wenn sie jetzt die beiden AWPs und Percy auf dem Spot irgendwo close einsetzen können, wäre das optimal. Netto mit dem ersten. Faven immer defensiv. Percy weiß, dass Palace Rampe noch was raus ist. Fade-off sitzt. Und oben noch Happy hat keine Chance mehr. Apex 13 AP. Percy close defensiv. Die Granaten haben wir die Zeit. Die Zeit ist kritisch. Und Apex im 1 gegen 1. Und jetzt darf Percy nicht die Nerven verlieren. 8 Sekunden, Apex versucht den Kill zu setzen und bekommt ihn auch noch. Mai, wie bitter ist das denn? 7 oder 6 Sekunden auf der Uhr und er steht etwas zu offensiv in Richtung Rampe und er prefired das perfekt. Der erste Anlauf an The Knight, dass Sprout hier auf einen Ausgleich kommen kann. Aber zum Glück hatten sie nochmal viele Rücklagen auf der Bank. Um eben auch die AWP für Netter Saffix plus 2 AUGs für Dennis und Percy möglich zu machen. Wieder mittellastiger Aufbau. Dennis, Netter Saffix, kurz Underpass abgehängt. Oh, und
sehen, es geht offensiv. Muss aufpassen, gebt eine erste Flash rein, steppt vom Connector und da können sie einfach pre-firen in die Smoke rein. Dennis steppt jetzt Richtung Underpass. Und da steht zum Glück NBK schon close Richtung B-Spot gegen Speedy und Percy. Wenn Dennis hier ein gutes Timing hat, könnte er NBK ganz einfach rausnehmen. Sie müssen unten nur warten. Sie müssen nur warten, bis Dennis eine gute Position hat. Der weiß, dass da nichts kommen kann. Der B-Lurker ist raus. Percy auf Short schaut Richtung Spot, aber da steht schon RPK im Ladder Room. Und das scheint auch hier eine erfolgreiche Anschlussrunde für Vitality zu geben. Speedy auf 70, Dennis auf 9. Immer noch ein 2 gegen 3. Sie haben kein Kit. Nur noch eine einzige Flash. Und Speedy guckt mit der AK gegen RPK. Close hat ihn gesehen. Er gesehen links in der Ecke. Die Flash kommt rein. Speedy nicht erfolgreich. Sichere 8. Runde und damit auch Halbzeitführung für Vitality selbst. Sprout hatte dann gar nicht mal einen schlechten Lauf. Mit 4 Runden am Stück. Gibt immerhin einen Waffensafe. Ah, ist zwar nicht gut, aber wenigstens ein klitzekleines Trostpflaster. Und dann geht's erstmal in die taktische Pause rein. Und die scheint Sprout wieder dringend zu brauchen. Vom Geld her extrem limitiert auf 2, 3, 3,5. Und Vitality macht einen verdammt guten Eindruck auf der Mirage T-Side. Also muss man einfach mal ganz klar sagen, denn bislang scheint das Sprout nicht so ganz gewachsen sein. Klar, hat er mal kurz 4 Runden am Stück geholt. Nur eben dann, nach einer Echo und der nächsten Byron, sah das Ganze wieder anders aus. Gerade Saivo macht auch einen starken Eindruck mit der AWP. Man versucht's mit Pistols. Ja, man weiß, dass man sehr oft, gerade mit Happy, versucht zu lurken, sei es Richtung Palace oder Apps mit NBK. Vitality baut sich erst wieder über die Mitte auf. Wir sehen einer Palace, einer B und 3, die da erstmal die Mitte abwarten und NBK versucht's wieder und da stehen sie diesmal offensiv. Dennis und Speedy. Und gerade jetzt der Trade wichtig, aber nein. Die AUG fällt raus. Kein Glück in der Pistol-Eco für Sprout. Neuer Versuch. Neue Runde, neues Glück. Ein Kit, viele Granaten. Und Mitte wieder Dennis offensiv und der Smoke hat das Saivo nicht gespottet, aber muss weg. Denn das Duell wird er auf gar keinen Fall riskieren. Nicht gegen Saivo und seine AWP. Dafür Faven offensiv im Palace. Könnte eine Chance haben, vielleicht Happy zu umrunden, vielleicht zu überraschen. Dennis close in der Mitte vom Connector. Apex, oh, mit ein paar guten Free-Fire-Shots in die Smoke rein.
Und Faven bleibt defensiv. Traut sich jetzt erstmal kurz in Richtung T-Spawn zu peeken, währenddessen die Bombe über Richtung B läuft und den ersten Vorteil setzen kann. Mitte-Flash sitzt nicht. Granatentechnik Sprout schon fast alles rausgeworfen und Speedy sieht oben zwei, drei Mann vor B. Und bei 50 Sekunden ist das gerade eine richtig wichtige Info, wenn er jetzt ein bisschen zu offensiv reinpickt. Percy rücken close auf kurz, NBK zum zweiten Entry. Und jetzt liegt es eben an Netto Sapphics. Bombe gedroppt, um kurz Kurs zu bekommen. Netto mit einem, mit zwei, Netto gegen die AWP zum dritten, jawohl. Und das sieht doch mal gut aus. Apex mit 30 Sekunden schafft sich den ersten. Er weiß, Netto Sapphics irgendwo close unten am Ben. Nur wo steht Faven? Der braucht sich gar nicht mehr zeigen. Vier starke Frags in der Defense für Netto Sapphics auf dem B-Spot. Und vielleicht noch eine Chance auf nur drei Runden Defizit. In der Halbzeit. Gibt nochmal eine kleine taktische Pause. Ja, wir haben ein kleines Defizit bei Percy. Nicht eben nicht mehr allzu viele Rücklagen auf der Bank, gibt es nur die MP9. Pause ist vorbei und auch eben NBK hat ein kleines Defizit in Form von einer Galil anstatt der AK. Mitte direkt schnell viele Granaten. Netto Sapphics muss da auf die AK ausweichen, reicht nicht mehr für eine AWP. Und TLT spielt das wieder im gleichen Aufbau. Eine Richtung B, eine Richtung A und drei in Richtung Mitte. Schon close am Connector. Dennis, Percy doppeln aus dem Ladder Room raus. Gegen dafür natürlich ein bisschen Defense auf dem B-Spot weg. Speedy ist also auf sich erstmal allein gestellt, muss warten, bis sie von kurz mitschieben könnten. Und dann steht NBK close in der Mitte vom Connector. Dennis mit einem guten Auge und jetzt eben zusammen mit MP9 und der M4 wäre das eine richtig gute Möglichkeit, wenn sie offensiv reinpushen. Was sie erstmal nicht tun können, denn es sind defensive Granaten in Form von Molotovs, Flashes, Saivo, RPK. Jetzt mal kurz reinpeaken, schnappen sich Purser, wissen nicht, dass da auch noch Dennis steht. Und trotzdem gibt's die Trades. Faven in CT auf 50. Close Distance steht schon happy. Der erst ein bisschen Richtung Jungle schaut, dass da kein zweiter mehr steht. RPK, die Bombe langsam über den Connector. Und Speedy pusht offensiv vor B. Holt. Auch wenn es eine Ausschlussinfo ist, eine relativ späte Ausschlussinfo. Und Faven weiß, okay, Flash ist auf dem A-Spot. Speedy schiebt über den Underpass die Bombe offen gelegt. Free Rampe für Jungle. Hier sehen sich beide in Richtung Rampe zurück. Sprout hat keine Smoke mehr. Das heißt, der Molotov von RPK könnte hier sehr viel Schaden anrichten. Faven jumpt mal, schaut. Aber auch hier hat Speedy noch den Molotov in der Hand, könnte also die Rampe wegmollen und eben keine Chance mehr an Vitality abgeben. RPK, happy. Molotov kommt in Richtung Jungle. Kurz an den Fuse. Happy zum ersten. Speedy zum Trade. Aber wo steht RPK? Er steht ebenfalls an der Rampe. Piekt versetzt raus. Und wir haben eine 10 zu 5 Halbzeit für Vitality. Starke Leistung auf der T-Side. Es scheint so, als ob Sprout kurz sich gefangen hat, aber instant nach einer Pistol Eco anschließend Byron das Ganze nicht mehr kontrolliert weiterspielen kann. Sonst sind es eben 5 Runden Defizit zur Halbzeit. Was jetzt kein großes Problem darstellt, aber schon eben ein kleines Defizit, was sich auch so ein bisschen auf die Gemüter auswirken könnte. Es geht in die zweite Pistol Round. Sprout, er ebenfalls, genauso wie Vitality selbst, 5-mal Kevlar. Vitality mit Smoke und Kit bei RPK.
Xaivo mit Window Peak auf die Long Distance. Sieht er zwei, drei Mann durchlaufen. Sprout geht auf den 4-1-Split. Xaivo peekt nochmal nach und da hinten stehen drei Mann auf dem Arc auf die Long Distance. Aber Happy gedoppelt aus Connector und Palace ist ebenfalls raus. Sind zwei saubere, sichere Entries. Fast sogar der dritte. Nur jetzt kommen die Trades in Form von Xaivo. Ein BK close in CT, da muss der Plant abgebrochen werden. Faven ist bekannt, Xaivo versucht den dritten zu essen, tut auch und Speedy muss abliefern, ist bekannt, close im Connector. Und jetzt können sie sich eigentlich ganz easy auf die Long Distance aufbauen. Und die Piste geht ebenfalls erfolgreich an die Franzosen, an Vitality. Sprouts mit Pech. Zwei P250s für Dennis und Faven. Faven Richtung Underpass, mit ein paar Pre-Fire-Shots. Happy, Xaivo doppeln das Ganze und sie bekommen überall Kontakt, außer in Apps selbst. Geht mit weiter offensiv. Apex muss aufpassen. Netto Sapphix mit der Glock. Aber da reicht's einfach nicht. 7 Runden Advantage. Erste Baron Sprout. Und die muss aufgehen. Denn mehr Runden darf man eigentlich den Franzosen gar nicht zugestehen. Xaivo bekommt die erste AWP. Und Sprout hat immerhin die AKs. 5 Smokes und Molotov. Und viele, viele Flashes. Geht auf den breiten Aufbau, Richtung Underpass, Upper Mid, 4 Mann für die Mid-Control. Und da bekommt Xaivo den Boost auf die Box vorne, schaut in Richtung Connector, Richtung Mid-Across, Richtung Nuki. Und sie warten, dass Sprout sich irgendwo aktiv zeigt. Das ist erstmal nicht der Fall. Apex guckt jetzt Richtung Underpass, trifft ein paar erste Shots gegen Faven, derweil Dennis. Wie ist er denn hier Richtung Kitchen gekommen? Vielleicht mit dem Boost ins Window? Ich würde mal davon ausgehen. Bisher unentdeckt. Und jetzt geht's auf den B-Split. Und NBK muss zwei Fronten checken. Einmal Apps und einmal Kitchen. Macht guten Schaden gegen Percy. Aber der Entry sitzt. Und jetzt vielleicht ein Happy, der das Ganze aufhalten kann. Schafft er nicht. Apex in Kitchen. Oh, die Flash ist gar nicht mal schlecht, aber reicht nicht. Und trotzdem ist es ein 1 gegen 3. Und das scheint Apex nicht riskieren zu wollen. Mitte steht noch Speedy. Und die erste Baron geht im Erfolg auf. 6. Runde Sprout. Jetzt heißt es wieder dranbleiben. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Der Vitality hat nicht wirklich Geld auf der Bank gehabt, muss also jetzt schon in die Pistole Eco. Die 7. Runde. Relativ safe. Nur wie oft hat man schon gesehen, dass auch in der kompletten Pistol Eco Round die Runde gewonnen wird. Gerade vielleicht durch die Deagle auf die Long Distance. Xaivo schaut Shots. Oh, trifft den ersten Shot nicht. Happy hört die Steps auf B und da stehen sie mit 2-3 Mann, NBK und der Teamkill von Percy. Und das ist ein 3 gegen 3 mit bereits der ersten Akta bei Happy, aber kommt er nicht. Apex, defensiv backsides, hat da Faven vor sich und ist im Duell gegen die AK haushoch unterlegen. Sprout schnappt sich die zweite Anschlussrunde. Nur jetzt haben wir wieder die Byround bei Vitality selbst. Xaivo mit der Glass Cannon AWP. Scheint nach einem gemeinsamen Smoke Execute auszusehen. Ein paar erste Granaten, Smokes in der Hand. CT fliegt. Stairs, Jungle und Xaivo und RPK warten. Geduldig drauf, dass Sprout unten aus der Rampe rauskommt. Nur die sind sich nicht sicher,
Nehmen das Ganze erstmal langsam an. Vielleicht auf ein Late Execute. Saivo trifft den ersten Shot. Nicht ist bekannt jetzt. Hat kein Kevlar. Schafft zurück in Richtung CT Spawn. Aber da steht immer noch RPK auf dem Spot. Unterzahl für Sprout. Happy NBK im Jungle. Netto Sapphic Speedy. Na, oh, der Spray sitzt nicht. Und das ist ein 1 gegen 4 im Unterholz. Und dann zoomt er unglücklich doppelt rein und schafft es nicht, gegen Apex entsprechend nachzusehen. Nach zwei Runden ist Schluss. Und Sprout muss wieder in die Pistol Eco. Und das bei einem Stand von 7 zu 13. Man braucht jetzt irgendeinen Masterplan. 4-7 bei Netto. 2-6 bei Faven. 3000 bei Speedy. Ist es das Risiko wert? Oder sparten lieber noch eine Runde? Hat dann entsprechend ein bisschen mehr Equipment bei Dennis und Percy. Aber könnte irgendwann auch die Economy von Vitality selbst nicht brechen. Man bleibt bei den Glocks. Eine Deagle. Der berühmte Deagle Dennis ist wieder unterwegs. Man versucht es mit einem R-Split. Late über Palace, über die Mitte und eben über die Rampe. Und Dennis soll den ersten Headshot-Entry ziehen. Apex, RPK in der Mitte, Cyborg nachsetzt mit einer, mit zwei in Kombination mit Happy. Dennis, jawohl, im CT-Spawn gab es den ersten Hessel, gibt den Bombplan für Sprouts. Apex, auch da bekommt er ins Gesicht und Dennis macht guten Schaden. Jetzt muss Speedy aufpassen, kommt er da unentdeckt durch in Richtung CT, in Richtung Underwood. Oder muss Dennis auch noch den dritten, vierten und fünften setzen? NPK, Cyborg, jetzt weiß man, wo Dennis steht, hinten an der Rampe. Und nach 3 ist Schluss, aber der Schaden ist gut. Nette Deagle-Headshots von Dennis, Bombplan für Sprout. Das heißt, die Economy gering gehalten von Vitality selbst und der Bombplan für die eigenen Zwecke. Alles oder nichts. Sprout setzt alles auf diese eine Runde. Und da soll auch Netto Sapphic beteiligt sein. Sein mit dem Peak aus dem Connector. Oh, kann sich nicht entscheiden. Wird gepusht, geflasht. Schafft es da irgendwie doch noch raus. Versucht es mit dem Mauskopf durch die Smog. Unten Rampe, offensiv RPK. Und Apex hinten Dev und Spot. Sie doppelt das richtig stark. Und es ist nur noch Netto Sapphic mit der AWP. Und er hat keine Ahnung, wo RPK steht. Solides 4K für RPK auf Marsbots. Die Rampe gehalten und dann auch den Connector gedoppelt. Und es sieht nicht gut aus für Sprouts. 8 Map Points für Vitality selbst. Und das auf dem eigenen Map Pick. Gerade nochmal so. 2 SMGs, Pistols. Oh, ein schneller Bigo, der hier angepeilt wird. Aber da stehen sie schon zu dritt auf B drauf. Und Saivo riskiert offensiv mit der Orb. Und Percy muss dran glauben. Und trotzdem pushen sie jetzt rein über Apps einfach durch mit Smokes, Flashes, Nades, alles fliegt. Saivo ist blind, Happy ist raus. Und das sind 1, 2 Trades, die sich Sprout sichern kann. Aber schafft es Saivo hier noch mehr Schaden zu setzen mit Apex, OM4 und Speedy. In 1 gegen 3. 70 Sekunden auf der UM4. Kevlar sieht hinten den zweiten auch noch. Jawohl, jetzt aber 1 gegen 1. Und das ist machbar. Das ist machbar gegen APK. Aber Speedy hat den falschen Fokus in Richtung Kurz. Und rechnet nicht damit, dass er auf dem Spot bereits drauf ist. Good game, well played. Vitality gewinnt auf Mirage mit 16 zu 7.